Jo, heute soll es um Gitarrenabnahme im Allgemeinen und vor allen Dingen auch sehr, sehr im Speziellen gehen. Und wenn man von Gitarrenabnahme spricht, dann ist natürlich im Detail die Speakerabnahme gemeint. Ist ganz klar, wenn ich mit der Gitarre spiele, geht natürlich das Signal aus der Gitarre oder vielmehr aus den Pickups raus über das Gitarrenkabel in den Amp. Und natürlich ist der Amp in der Regel mit einer Box oder mit einem Speaker verbunden. Ne? Und da gibt es natürlich so ein paar Faktoren, die man so mal so ein bisschen durchleuchten kann, worauf es da im Speziellen ankommt. Vor allen Dingen, sehr, sehr wichtiger Punkt ist der Frequenzgang von Gitarrenspeakern. Ne? Wenn ich so ein Vintage 30 habe oder so ein Greenback oder so von Celestion, klar, so ein 12er Speaker, dann ist sehr, sehr signifikant, dass ich relativ wenig Bass habe und sehr, sehr viel Mitten, beziehungsweise gar keine Höhen. Das heißt, der Frequenzgang hört ungefähr so bei 8 Kilohertz auf und das führt natürlich dazu, dass wir, wenn wir Gitarre spielen, einfach die Gitarre so wahrnehmen, wie wir sie gewöhnt sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine DI-Abnahme habe und gehe mit dem Full-Range-Signal aus so einem Speaker raus und, oder vielmehr aus dem Verstärker raus, dann hören wir das wirklich mal an, dann klingt es unfassbar kratzig und ungewohnt und man hat diese ganzen Höhen, die man nicht haben will. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn es darum geht, mal so diese DI-Abnahme, also Direct-Abnahme zu vergleichen mit der Mikrofonabnahme. Ja? Ich meine, klar, ihr seht in unseren Videos sehr, sehr oft, oder nicht sehr, sehr oft, eigentlich immer, die Mikrofone vor der Box stehen. Dann habe ich hier mir mal so ein Royer geschnappt oder auch das beliebte 421er von Sennheiser oder ein SM57. Das sind so typische Vertreter, die man wirklich vor den Speaker stellt. Und da beginnt natürlich auch schon die Variabilität los. Ne? Welchen Winkel nehme ich, welchen Speaker nehme ich und so weiter. Ne? Das heißt, ich muss so Mikrofone aufbauen und habe natürlich dann den absolut naturgetreuesten Sound, den man sich vorstellen kann, denn das Mikrofon hört natürlich gewissermaßen mit der Luft dazwischen den Speaker, so wie er sich darstellt. Ne? Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich kann nicht Mikrofone stellen, ich möchte nicht Mikrofone stellen, weil ich so viele Umgebungsgeräusche habe oder weil ich einfach einen etwas direkteren und etwas leichter zu handhabenden Sound erstellen möchte. Und das geht natürlich dann, wenn ich das Speaker-Signal des Verstärkers nutze und gehe über so über einen sogenannten frequenzkorrigierten Ausgang raus. Das kann ich euch mal zeigen. Ich habe hier so ein paar Helferlein mir mal hingestellt, mit denen man sich um dieses sogenannte DI-Signal kümmern kann. Ja, das heißt, die Grundlage ist natürlich immer die, dass ich mit der Gitarre in den Amp gehe und der Amp produziert natürlich ein sehr, sehr starkes, lautes 100-Watt-Signal, was ich natürlich unmöglich nehmen kann, um damit in mein Mischpult zu gehen. Dann würde sich alles sofort in Luft auflösen. Zumindest würde ich absolut die Eingangsstufen zerbröseln, das ist ganz, ganz klar. Insofern geht es natürlich um das sogenannte DI-Signal und das wird natürlich über so eine DI-Box erzeugt. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel mit dem Speaker rein und kann hier direkt sozusagen den Speaker weiterführen. Link out, hier wird der Speaker weitergeführt, hier geht's rein, hier geht's raus und ich kann dann hier mein Balanced Output sozusagen ausgeben, mein DI-Signal und habe damit und habe hiermit sozusagen die einfachste Möglichkeit, einen DI-Sound zu erzeugen. Das klingt ein bisschen künstlicher, das klingt nicht so echt, wie man sich das vielleicht wünschen mag, aber man hat dann halt die Möglichkeit zu sagen, okay, im Live-Betrieb zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich hab noch einen Nothaken, wenn die Mikrofone mir umfallen, wenn der Sänger gegen die Box läuft oder sowas, die Mikrofone fallen um, dann kann man nur noch sagen, okay, ich habe noch mein DI-Signal. Und manche Mischer nehmen auch für große Bühnen lieber das DI-Signal, weil es leichter zu kontrollieren ist und ein bisschen steriler, ein bisschen gleichförmiger klingt, vor allen Dingen von Gig zu Gig immer gleich. Ne? Wie gesagt, wenn ihr Mikrofone vor die Box stellt, ist der Winkel wirklich alles entscheidend und auch die Wahl des Mikrofons ist entscheidend, der Abstand ist entscheidend und da gibt es sehr, sehr viele Variablen, die es manchmal schwierig machen. Bleibt aber natürlich authentischer und in dem Fall die DI bleibt halt gleichförmiger, ist klar. Womit man es bei einem 100 Watt Amp natürlich generell zu tun hat, ist diese unfassbare Leistung. Ja? Das heißt, man kann dann zum Beispiel einfach mit so einem üblichen Power Soak oder so einem Power Attenuator diese 100 Watt von so einem Marshall einfach so ein bisschen runter reduzieren. Ne? Da habe ich hier mal die einfachste Version geschnappt. Das heißt, hier geht es sozusagen, was steht hier? Connect to Speaker Cabinet. Das heißt, hier geht es natürlich raus zur Box und hier geht es rein vom Amp. Das heißt, hier drin passiert nichts anderes als die Umwandlung dieser 100 Watt Verstärkerleistung in Wärme. Ja, und das am besten noch ein bisschen schaltbar. Da kann ich hier drüben mir überlegen, okay, 0 dB heißt in dem Fall keine Absenkung. Dann kann ich dann auf minus 3 dB gehen, minus 5 dB gehen. Das ist sehr viel. Also das hört man schon sehr, sehr laut oder hört man sehr, sehr stark, dass sich da was absenkt. Und für den Fall, dass man dann seinen 100 Watt Amp im Wohnzimmer spielen, geht man dann von unendlich oder von minus 7 dB auf
unendlich leise. Man hört auch schon hier so ein Widerstandspotti, womit einfach dann auf unendlich geregelt wird. Und dann bläst sozusagen der Amp praktisch auf diesen Lastwiderstand und wird einfach leise geregelt. Und ich habe praktisch am Speaker-Ausgang ein leiseres Signal, habe aber noch kein DI-Signal. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit zu recorden. Ich müsste dann auch im leiseren Betrieb die Mikrofone vor die Box stellen. Und deswegen gibt es natürlich hier auch in diesem Segment Geräte, die nicht nur die Leistung vernichten können, sondern sie auch ein DI-Signal erstellen. So wie es hier meine kleine DI-Box macht, aber ohne Lautstärke-Regelung habe ich hier zum Beispiel den Rock Crusher, ist auch ein sehr, sehr geiles Gerät. Und da kann ich mir hier hinten praktisch aussuchen, ob ich mit Speaker spiele. Das heißt, ich kann meine Mikrofone da vorstellen, wie ich es gewöhnt bin, und habe aber auch die Möglichkeit, über Load die komplette Energie des Amps in dem Gerät zu vernichten. Außer natürlich das DI-Signal, was dann weitergeführt wird. Da kann ich ja aus dem DI-Signal rausgehen und kriege dann, je nachdem, welchen Hersteller ich habe, mehr oder weniger gute kompensierte oder frequenzkompensierte oder frequenzangepasste Speaker-ähnliche Sounds. So muss man es eigentlich beschreiben, denn es geht um dieses Full-Range-Signal, was wirklich, wenn man es ohne Frequenzkorrektur hört, extrem kritzelig und ungewohnt ist, wo man sagt, das geht nicht. Ich habe es ja schon erzählt, ne? So ein Speaker hat ungefähr ein Frequenzkamm bis ungefähr 8 Kilo. Und hier wird das natürlich in der Form simuliert und auch mit verschiedenen Voicings, wo dann so verschiedene Mikrofonstellungen auch vor verschiedenen Speakern so ein bisschen simuliert werden. Ne? Aber es bleibt natürlich immer die Herangehensweise über den Speaker-Sound oder über den Verstärker-Sound am Speaker-Ausgang. Und das ist wirklich genau die Sache, die man echt unterscheiden muss. Ich habe natürlich einen Amp, der am Speaker-Ausgang komplett anders klingt als über eine Gitarrenbox. Ne? Und da ist natürlich die Gitarrenbox ein ganz, ganz stilprägender und soundprägender Riesen-Mega-Faktor, den es nicht zu unterschätzen gibt. Und ich habe natürlich hier die Möglichkeit, sowas Ähnliches dann auch zu simulieren über so einen DI-Voiced-Ausgang, Speaker-Ausgang. Das ist ganz, ganz klar. Übrigens hat der Marshall auch so einen frequenzkorrigierten Ausgang. Aber ich muss natürlich dann auch noch die Box dran fahren, obwohl ich glaube, der hat sogar auch die Möglichkeit, die Endstufe abzuschalten. Aber hier ist es zum Beispiel so, dass ich auch mit Amps arbeiten kann, die kein Mastervolumen haben, die nicht die Möglichkeit haben, mit einem externen DI-Out Recording zu machen. Das heißt, ich kann meinen 1976er Plexi einfach hier dranhängen, voll aufreißen, gehe auf Load, wie ich es schon gezeigt habe. Muss natürlich auf hier die Anpassung achten, 8, 16 oder 4 Ohm, und kriege dann mein gevoicedes DI-Signal für mein Recording oder für meinen YouTube-Kanal, wie auch immer. Das funktioniert super und das ist natürlich eine geile Sache. Dann gibt es natürlich noch so ein paar Geräte, die zum Beispiel PowerStation ist ja mein allerliebstes Tool ever, ja, weil natürlich hiermit alle möglichen Dinge gleichzeitig erledigt werden. Ich kann natürlich sagen, ich regel meinen Amp gleichzeitig runter, ja, das heißt, ich habe hier hinten auch ganz normal, oh, ein bisschen schwerer, natürlich die Möglichkeit über Speaker, oder hier habe ich Amp in, Speaker out, ganz normal die Powerstation zwischen Amp und Speaker zu schalten, und das bedeutet in dem Fall, dass ich natürlich auch sagen kann, okay, alles klar, ich fahre dich leiser, das heißt, ich kann hier mit Volumen die Lautstärke letzten Endes verringern, die ich an der Box höre, und ich kann darüber hinaus noch Effekte anschließen, weil die Powerstation nämlich eine interne Endstufe und einen internen Effekteinschleifweg hat. Ja, das ist natürlich der Oberknaller, das heißt, ich habe in dem Moment die volle Bedienung. Ich kann sozusagen mir überlegen, will ich mein Mikrofonsignal leise haben, auch mein 1969er Plexi einfach voll aufreißen und dann wirklich daheim nachts um 2:30 ganz, ganz leise Mikrofonabnahme betreiben. Oder ich kann sogar hier raus über den DI-Signal-Out, Line-Out, habe allerdings hier keine Frequenzkorrektur, das heißt, die muss ich praktisch extern erledigen, gibt es aber auch sehr, sehr gute Geräte, die das auch erledigen. Das heißt, in dem Fall muss man immer unterscheiden, habe ich ein Full-Range-Signal oder habe ich ein frequenzkorrigiertes Signal, habe ich ein Speaker-Signal, wo die Luft wirklich zwischen Speaker und Mikrofon für diese notwendige Authentizität sorgt, oder habe ich dieses DI-Signal, was dann auch im Raum oder was vielmehr ohne Raum sehr, sehr
ultra direkt wirkt und was auch wirklich so ein bisschen Nachbearbeitung braucht. Deswegen mache ich es oft so, dass ich, wenn ich mit dem DI-Signal arbeiten muss, so ein bisschen Hall dazu tue, damit wird das Ganze so ein bisschen authentischer. Ansonsten ist natürlich der einzig super geile und perfekte Weg die Mikrofonabnahme.